Moin, liebe Freunde da draußen an den Bildschirmen und herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2020. Auch in diesem Jahr soll es, in diesem vergangenen Jahr soll es wieder einen Jahresrückblick geben, auch wenn die Umstände des neuen Jahrzehnts alles andere als gut anfingen, muss man ja auch dazu sagen, im Schatten einer globalen Krise. Aber darum soll es in diesem Jahresrückblick nicht gehen. Wir haben ja schließlich dieses Jahr auch einiges zusammen erlebt, ne? Und wir werden über die Themen sprechen natürlich, die im Jahre 2020 sich ereignet haben. Wir fangen jetzt einfach erstmal an mit der Begrüßung, also da sind wir jetzt gerade, da arbeiten wir jetzt gerade dran. Danach kommt der erste Gaming-Block, also da sind 6 Spiele drin, die dann nacheinander aufgeführt werden. Ja, von den Chemlars, nicht von den Chemlars, das bin ja ich. Sondern von dem Offscreen Lars, der kümmert sich darum. Danach kommen dann die Statistiken im Vergleich an die Reihe, und zwar zwischen 2019 und 2020. Ja, da werden wir so, also nicht alles, wir werden das nur so ein bisschen grob anschneiden, so ein paar Vergleiche ziehen, so ein bisschen auch das Gefühlte ansprechen, so was mein Eindruck war. Also als Beispiel, welche Videos zum Beispiel oft geguckt wurden, welche Projekte und so weiter und so weiter, ne? So die Geschichte halt. Also die Statistiken, danach kommt dann der zweite Gaming-Block, ja, wieder mit 6 Spielen, ne? Danach kommen wir dann zu den Ereignissen, die sich im Jahre 2020 ereignet haben, das dürfte nicht so lange gehen, weil allzu viele Themen haben wir dieses Jahr tatsächlich nicht zusammenbekommen, was aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm ist, weil so lang, mega lang muss das Video jetzt auch nicht unbedingt sein, sage ich jetzt mal so. Und danach kommt bereits der dritte und auch der letzte Block, auch mit 6 Spielen, an die Reihe. Da wird dann nochmal der Offscreen-Lars nochmal loslegen mit euch zusammen. Und dann da nochmal ein paar Sachen durchsprechen, die Projekte und so weiter und so fort. Ja, und danach kommt dann die Verabschiedung, wo ich dann einfach nur noch ein Danke an euch richten werde, vielleicht auch noch ein paar Sachen so nebenbei ansprechen werde, vielleicht auch eventuell, was ich so 2021 so vorgesehen habe. Mal gucken, ist alles sehr spontan, also ich habe kein Skript oder sowas vorliegen, das muss ich gleich dazu sagen, auch jetzt hier bei der Begrüßung, ich habe kein Skript vorliegen. Das ist alles hier, das kommt alles hier aus meinem Kopf heraus, direkt. Direkt in den Mund und von dem Mund ins Mikro und, ne, ihr wisst, wie ich das meine. Ich habe höchst so ein paar kleine, deswegen falls ihr euch wundert, dass ich plötzlich, ich gucke ja immer hier, das ist ja dann mein anderer Bildschirm, da gucke ich dann immer so auf ein paar kleine Stützen rauf. Also ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, die ich aufgeführt habe, damit ich das nicht vergesse zu erwähnen. Es kann aber trotzdem durchaus sein, dass ich das eine oder andere vielleicht mal vergesse, das kann durchaus passieren. Aber das ist jetzt alles sehr, sehr, sehr spontan alles zusammengerückt worden. Also ich habe da jetzt keine großartige Recherche betrieben. Gut. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt direkt in den ersten Block über. Und ich melde mich dann später dann wieder, wenn der Offscreen-Lars euch vollgelabert hat mit den Statistiken des Jahres oder der Jahre 2019, 2020. Und ich würde dann sagen, liebe Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Den Anfang für den Jahresrückblick macht ein Projekt, das tatsächlich noch im Jahre 2019 angefangen hat, nämlich passenderweise alphabetisch sogar korrekt, nämlich Anno 1701 tatsächlich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ursprünglich Anno 1602 vorgesehen war, das dann aufgrund technischer Probleme dann aber nicht funktioniert hatte und ich dann mit euch zusammen umgeswitcht bin auf Anno 1701. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Ja, worum geht es in Anno 1701? Es geht halt darum, zu besiedeln. Ist ein Aufbaustrategiespiel, sollte ich dazu sagen. Zu besiedeln, Handel zu treiben, Kriege zu führen, sich mit fremden Völkern zu verbrüdern. Und die Bevölkerung halt von einfachen Pionieren hochzukriegen auf prunkvolle Aristokraten. Ja, dabei werden verschiedenste Bauoptionen abgearbeitet, verschiedenste Ressourcen in Anspruch genommen und ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass mich ein gewisser Herr Winfried von Schallert so sehr geärgert hat, dass ich irgendwann die Schnauze voll hatte, das weiß ich noch. Kann ich mich sehr gut daran erinnern.
War auf jeden Fall ein spaßiges Spiel. Es macht auch immer noch Spaß. Ich habe es jetzt zwar in letzter Zeit privat nicht mehr gespielt, aber ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Das Projekt übrigens hat 35 Parts und ging vom 28. Oktober 2019 bis zum 15.01.2020. Und wir haben uns wohlgemerkt nur auf den Endspielmodus beschränkt. Also ich habe keine Kampagne oder sowas gespielt, nur Endlosspiel. Und ja, das war's mit Anno 1701, Freunde. Ich würde sagen, wir switchen dann jetzt direkt um zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel, das wir abarbeiten werden, ist ein Spiel, das wir übrigens auch schon das Jahr zuvor, 2019, uns zur Brust genommen haben, die Reihe. Nämlich Naruto Ultimate Ninja 3, ein Kampfspiel aus dem Jahre 2005. Nach dem Anime Naruto, also dem Classic, ne, muss ich noch dazu sagen. Und übrigens auch der letzte Teil, der sich mit dem Classic auseinandersetzt. Ja, wir schlüpfen dabei in die Rolle des Naruto Uzumaki, des Ninja aus Konohagakure. Und erleben dabei wieder die verschiedensten Abenteuer. Wir kämpfen gegen die unterschiedlichsten Charaktere, sowohl regulär als auch, ja, geheim kann man jetzt nicht sagen, aber eine Note schwerer. Erledigen dabei verschiedenste Missionen von Rang D bis Rang S. Also S waren wir die, sind wir die ganz speziellen Missionen gewesen. Wie, was weiß ich, sammeln 9.999.999 Ryu zusammen. Meine absolute Lieblingsmission, nicht? Ja, ich kann dazu sagen, wir haben da tatsächlich alle Charaktere freigeschaltet, die es gibt, sowie alle, wie schon gerade eben erwähnt, S-Rang-Missionen erfüllt. Das Ganze hat 52 Parts in Anspruch genommen und es ging vom 13.12.2019 bis zum 2.2.2020. Passend irgendwie. Sehr interessant. Und ja, wir werden übrigens, das kann ich schon mal so sagen, im Laufe des Jahresrückblicks nochmal ein Naruto-Spiel haben, aber dazu kommen wir dann später. Ich würde vorschlagen, wir switchen dann jetzt direkt über zum nächsten Spiel, das dann übrigens auch das letzte ist vom im Jahr 2019. Danach geht es dann richtig los mit den reinen 2020er-Projekten. Ja, das nächste Spiel, das wir uns in diesem Jahresrückblick widmen dürfen, ist übrigens ein echter Klassiker, tatsächlich aus dem Jahre 97, nämlich Dungeon Keeper Gold. Ja, manche von euch werden sich vielleicht erinnern, dass ich in der Vergangenheit mal der Dungeon Keeper 2 gespielt habe. Ich habe ja gerne mal die Neigung, Spielereihe rückwärts zu spielen. Ja, Dungeon Keeper Gold. Auf jeden Fall kann ich so viel sagen, dass der erste Teil deutlich schwerer ist als der zweite Teil. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Erinnere ich mich sehr gut daran. War in manchen gewissen Missionen, es gibt übrigens 20 an der Zahl, ein absoluter Albtraum. Gerade so die letzten Missionen. Ich glaube, Mission 16 war das Mission 16? Ich glaube, Mission 16 war das. War ein absoluter Albtraum, weil es da mehr um Glück ging tatsächlich als um Taktik. Und da gab es noch eine andere Mission, wo man einen bestimmten Raum nicht hat, was dann noch fieser ist, weil dieser Raum nämlich die Kreaturen ausbildet. Erinnere ich mich sehr gut daran, hat mich einige Nerven gekostet, das Spiel tatsächlich. Und ja, das ging tatsächlich 75 Parts, das Projekt, also wirklich lange. Ich glaube sogar länger als sein Nachfolger, wenn ich mich nicht irre. Da bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Also da muss ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Und das Projekt ging, jetzt haltet euch fest, vom 24.12.2019, also Heiligabend, bis zum 1.3.2020 und ist damit auch das letzte Projekt, das im alten Jahr 2019 begonnen wurde. Und ich würde dann sagen, wir switchen dann direkt von diesem Klassiker, der mir einige Nerven gekostet hat, ich erwähne es gerne nochmal, zu einem anderen Projekt, das rein im Jahr 2020 lief und das mich, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, es hat mich auch ein paar Nerven gekostet, glaube ich, mehr oder weniger. Denn meine Stimme ist so ein bisschen, ja, hört man vielleicht auch, so ein bisschen angeschlagen.
Ja, das nächste Spiel ist tatsächlich ein Spiel von einem Helden meiner Kindheit, den wir schon, glaube ich, lange nicht mehr auf meinem Kanal vertreten hatten. Ein Jump'n'Run-Helden. Nämlich den guten alten Beuteldachs. Crash Bandicoot hat sich mal wieder die Ehre gegeben, 2020 auf meinem Kanal zu erscheinen. Dieses Mal mit Crash Twin Sanity, einem PS2-Spiel. Und was soll ich sagen, dieses Spiel hat mich. Genauso wie sein Vorgänger im Jahresrückblick Dungeon Keeper. So einige Nerven gekostet. Durch gewisse Edelsteine, die man holen muss. Also das Konzept ist zu den Vorgängern komplett anders. Es gibt kein Warp Room, es ist alles Open World. Man geht trotzdem irgendwo von Level zu Level. Man muss immer wieder verschiedenste Edelsteine sammeln. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich glaube, so 5, 6 Stück gibt es, glaube ich, pro Level plus Kristalle auch noch. Ne, und ja, man kann auch so, man könnte sagen, weit hergeholt, aber man könnte sagen, dass das Spiel tatsächlich auch mehr oder weniger eine Story hat, was auch für Crash sehr ungewöhnlich ist. Das Spiel kam übrigens damals 2004 raus, tatsächlich, und es ist einer der Crash-Teile, die ich nicht so wahnsinnig oft gespielt habe, deswegen habe ich auch dementsprechend mehr gefailt damals im Projekt als jetzt zum Beispiel bei den alten drei Teilen. Ja, das Projekt hat übrigens 22 Parts. Wir haben die 100% tatsächlich geholt. Ja, ich war mir ja damals im Projekt selber nicht so sicher. Wobei ich sagen muss, dass manche Edelsteine mich tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Nerven gekostet haben. Da muss ich wirklich dazu sagen. Also, gerade so in den späteren Leveln. Ja, da kann ich mich an gewisse Momente erinnern. Da möchte ich lieber nicht drüber reden. Ja. Das Projekt hat übrigens einen Bonus-Part, hat 22 Parts insgesamt und lief vom 3.2.2020 logischerweise bis zum 24.2. Und ja, ich würde dann sagen, wir switchen direkt über zum bereits vorletzten Projekt, glaube ich, und dieses Blocks meine ich. Und danach geht es dann weiter mit den Kemblas. Bis gleich. Ja, das nächste Projekt ist tatsächlich ein Projekt von einem, ja, ich glaube, man kann sagen, Indie-Studio tatsächlich. Ein sehr interessantes Projekt, nämlich Undead Horde. Worum geht es in dem Spiel? In dem Spiel geht es darum, dass wir einen Nekromanten spielen, der in Gefangenschaft war, bis er durch ein, sagen wir mal, durch eine glückliche, also für ihn glückliche Fügung des Schicksals, aus seinem magischen Gefängnis befreit wurde. Und danach ist es quasi unsere Aufgabe, mit unserem Nekromanten durch die Welt zu ziehen, alles zu zerstören, was uns dabei in die Quere kommt und dabei natürlich, was ein Nekromant immer wieder gerne macht, Untote zu beschwören, die dabei über unsere Feinde herfallen, sie vernichten im Kampf. Ja, das ist ein interessantes Spiel gewesen. Wurde damals von euch tatsächlich per Abstimmung nach Episode 1, es gibt nämlich mehrere Episoden, die man spielen kann. Was eigentlich unterm Strich mehr oder weniger immer wieder eine Wiederholung ist mit steigendem Schwierigkeitsgrad, muss ich noch dazu sagen. Also man kann sich quasi hochjubeln bis zum geht nicht mehr. Also das ist quasi endlos, mehr oder weniger. Kann man wirklich so sagen. Ist übrigens tatsächlich 2020 eins meiner, Le oder nicht eins, das letzte Nebenprojekt gewesen auf meinem Kanal bislang. Und hat 15 Parts tatsächlich. Also relativ kurz eigentlich und ging vom 3. Februar, also 3.2. bis zum 6.3. Und ja, ich würde dann mal sagen, dann kommen wir jetzt direkt zum letzten Teil dieses Blocks und danach geht es dann weiter mit Kemlars. Und das letzte Projekt dieses Blockes im Jahresrückblick ist tatsächlich ein Spiel aus einer etwas älteren Spielereihe, etwas mehr älteren Spielereihe, nämlich Cannon Fodder 3 tatsächlich. Ein etwas anderes, ja, kann man dazu noch sagen, Strategiespiel. Ich glaube, ja, doch, kann man sagen, Strategiespiel, in dem man tatsächlich die einzelnen Soldaten in Vierergruppen steuert, also maximal Vierergruppen. Und im wahrsten Sinne des Wortes eine regelrechte Ballerei ist, also zumindest bei mir. Ich habe ja wirklich alle nächsten alles umgemäht, was mir in die Quere kam.
Ja, ist ein sehr lustiges Spiel tatsächlich. Ein sehr interessanter Humor, gerade auch so, was die Cutscenes angeht. Also, und ich habe auch damals Freut sich wirklich, also das Spiel darüber. ist übrigens Ja, rein Entschuldigung. auf Englisch. Also die Texte sind zwar auf Deutsch, soweit ich mich erinnere, aber die Aussage vom General zum Beispiel, Ja. der uns ja die ganze Zeit per Funk anspricht, ist auf Englisch. Also mit anderen Worten, mehr oder Ach, weniger, guck mal, man der versteht gar nicht, kann was sogar er auf Deutsch will, und aber Englisch sprechen. irgendwie versteht man es doch. Alter, Ja. Alter, was geht denn da Es ab? gibt da übrigens auch die Möglichkeit, Medaillen zu sammeln, die einen Okay, gewissen okay, okay. Bonus einen Ja, was verschaffen, machen Sie? zumindest wenn man die Auto mitnehmen? Also Maximalstufe hier ist davon das Auto erreicht in hat. Ruhe, das ist Was schön. übrigens bei uns tatsächlich sogar Ich der weiß ja nicht, ob Fall die war, Dinger einen Alarm was angeschlossen übrigens sind, auch aber der Fall war, ist, dass hm. wir hier nämlich einen Gast dabei hatten, eine Zeit Nein. lang, nämlich den guten Anscheinend nicht. Alex Flattermann Sonst wäre 85, er der jetzt hat sich die losgegangen, Ehre ja, nach gegeben, bei uns gesehen, bei also. Cannon vor der 3 dabei zu Aber sein. Und das irgendwie war eine sehr, sehr spaßige sind da Aufnahme die mit ihm Werte damals, so, auch wenn ich wissen manchmal Sie ja. teilweise nicht so wirklich Da zuhören sind auf konnte, weil ich jeden mich so ein Fall bisschen auf das Spiel Wissenschaftler und in der konzentriert Mitte habe. ist ein Ich Alter. weiß, böse. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Das so einen Projekt ging Riesenkrieg übrigens brauchen. 22 Aber Parts das sieht lang. sehr stark nach einem Geschützturm aus, natürlich. Lief vom Achtung. 2.3. bis zum 12.3. Also damals war Hätte das mich wohl auch noch so, überrascht, dass wenn ich es zwei anders Parts pro wäre. Tag rausgehauen habe, deswegen auch so kurz. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ein Ziel habe ich hier tatsächlich nicht erreicht, nämlich alle Soldaten vom Anfang bis zum Ende durchzukriegen. Das habe ich tatsächlich nicht geschafft, zu meiner Schande. Ich weiß, Schande über mein Haupt. Hallöchen, Mama! Ja, ich würde mal sagen, ich gebe dann jetzt ab an Auf den Wiedersehen, mein Kemlers Herr. und wir hören uns dann Hohoho. danach wieder, wenn er dann mit seinem Geschwurbel über Meine natürlich, Statistiken fertig ey, was ist. wollt ihr? Auf die Fresse oder was? So, Freunde, da bin ich wieder. Hi, der Kemlers ist wieder da und jetzt kommt das Langweilige in diesem Jahresrückblick. Ja, ich sag's, wie es ist. Ich bin auch kein großer Freund von Statistiken. Aber sie sind irgendwo trotzdem interessant, mal so ein bisschen zu analysieren, sage ich jetzt mal so. Die Statistiken des Jahres, oder der Jahre 2019, 2020. Ich habe mir dazu ein bisschen was notiert und ich habe auch ein paar Bilder vorliegen, tatsächlich. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich die einblenden werde, weil, soweit ich das mitgekriegt habe, soll YouTube davon kein so großer Freund sein. Gut, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und zwar mit den Top 10 Videos. Und zwar stelle ich erst einmal fest, die Aufrufe zwischen 2019 und 2020 sind leicht gestiegen. Wirklich leicht, sage ich jetzt. Ich sage jetzt einfach mal leicht, auch wenn die Zahl recht groß ist für meine Verhältnisse. Nämlich um ca. 9000 Aufrufe ist sie gestiegen. Wie gesagt, ist schon eine Hausnummer für meine kleinen Verhältnisse. Ja. Muss man ja dazu sagen. Und wenn ich mir mal so die Liste angucke. Beziehungsweise ich fange einfach mal an zu erzählen. Wir fangen einfach mal an mit Platz Nummer 10 der Videos. Und zwar hatten wir da 2019 Warlords Battlecry 2. Den ersten Part, Willkommen in Etheria. In German natürlich. Der hat damals 376 Aufrufe geholt. 2019. Und 2020 befindet sich auf Platz 10 tatsächlich der Herr der Ringe. Und zwar die zwei Türme. Der erste Part, die Schlacht am Schicksalsberg. Also das ist wirklich der allererste Part noch, bevor wir mit Aragorn damals angefangen haben. Und der hat 459 Aufrufe. Also schon ein bisschen mehr, ja. Also ist schon ein gewisser Unterschied. Auf jeden Fall. Jetzt kommt Platz 9 bei 2019. Ist übrigens wieder Herr der Ringe. Aber nicht die zwei Türme, sondern das dritte Zeitalter, der erste Part. Willkommen in Mittelerde. Mit 455 Aufrufen. Dieses Jahr ist, welch Ironie, Warlords Battlecry 2. Willkommen in Etheria, der erste Part also, mit 479 Aufrufen. Also ist um 103 Aufrufe hochgegangen. Das sind bei YouTube 0,1%. Die Prozentzahl klingt recht wenig, aber dafür, dass es 100 Aufrufe sind, ist es eine ganze Menge. Platz 8 ist mein Flaggschiff Command & Conquer. Alarmstufe Rot. Und zwar der erste Teil. Wenn ich den Titel richtig sehe, dann ist das sogar von den Alliierten, also wirklich der allererste Part von Command & Conquer Alarmstufe Rot, nämlich der Angriff der Roten Armee beginnt, Part 1. Der hat tatsächlich 527 Aufrufe 2019 geholt, also einen Anteil von 0,7%. Dieses Jahr
2020, war es tatsächlich Civilization 2, und zwar der zweite Versuch, Part 1, der Neubeginn, mit 482 Aufrufen, also tatsächlich weniger als Command & Conquer damals. Interessant. Auf Platz 7 haben wir dann direkt mit einem kleinen, wirklich kleinen Abstand, das sind, glaube ich, 8 Aufrufe, sehe ich das richtig? Ja, 8 Aufrufe. Nee, Quatsch. Wie zähle ich denn da? 12 Aufrufe sind da, Entschuldigung. Ist das Risiko, und zwar die klassische Version, Lasst die Schlacht beginnen, Part 1, mit 539 Aufrufen, das sind laut YouTube 0,8%. Auf Platz 7 dieses Jahr ist es tatsächlich wieder einmal Command & Conquer, aber nicht Alarmstufe Rot, sondern Tiberian Sun. Was geschah vor dem zweiten Tiberium-Krieg? Das ist der erste Not-Part. Der hat 510 Aufrufe geholt, das sind 0,6%, also 0,2% weniger als im Jahr zuvor. Platz 6 geht an ein Projekt, an dem ich früher sowas von verzweifelt bin, nämlich Emperor Schlacht um Dune, Part 1. Die Fraktion brauche ich nicht nennen, weil der Titel erklärt es von selbst. Das noble Haus Atreides. Dieser Part hat 570 Aufrufe geholt, ebenfalls 0,8% Anteil. Und dieses Jahr war es tatsächlich Lego Insel 2, der erste Part. Willkommen auf der Lego Insel. Also es sind immer die ersten Parts, das kann ich auch gleich dazu sagen, die im Jahr 2020. Und zwar hat Lego Insel 2 613 Aufrufe geholt, 0,7% Anteil. Wir nähern uns jetzt langsam dem Treppchen. Der fünfte Platz geht an Tiberian Sun. Was geschah vor dem zweiten Tiberiumkrieg? Hatten wir ja schon vorhin bei 2020. War also höher 2019 als 2020. Ist um 2 Plätze runtergegangen. Und zwar hat es da 803 Aufrufe gehabt. Einen Anteil von 1,1%. Ist eine ganze Menge tatsächlich. Und auf Platz 5 dieses Jahr ist es tatsächlich Fire Department 2. Wie gesagt, erster Part, der Häuserblock, mit 624 Aufrufen, Anteil von 0,8%, also 0,3% Unterschied. Dann kommen wir jetzt zu Platz 4, ironischerweise genau der Part, den ich gerade eben erwähnt habe, nämlich Fire Department 2, Part 1, der Häuserblock, mit 839 Aufrufen, das sind 1,2%. Und dieses Jahr war es tatsächlich auch ein Part, den wir schon genannt haben, nämlich Risiko. Die klassische Version, Part 1, Lass die Schlacht beginnen, mit 777 Aufrufen, das sind 0,9% Anteil. Also ihr merkt schon anhand der Fehler, es ist wirklich alles spontan. Also das ist nicht geskriptet, gar nichts. Auch nicht geschnitten, also ich lasse das wirklich so. Ne? Also ich lege noch ein bisschen Mucke runter und dann ist gut. Also das ist hier alles so ein bisschen, ne, also ich bin kein Profi, ne, also bitte nicht hier an die Wand nageln oder ans Kreuz oder wo auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das war jetzt Risiko, genau, und ich weiß, wollte ich jetzt noch anmerken, genau, Risiko ist von Platz 7 auf Platz 4 hochgegangen tatsächlich, also doch schon ein gewisser Sprung. 539 Aufrufe auf 777 ist schon ein Unterschied, muss man wirklich sagen. Dann 3 Plätze gut gemacht, also ist nicht schlecht. Wir kommen jetzt langsam zum Treppchen. Die Bronzemedaille 2019 geht an Lego Insel 2. Erster Part, willkommen auf der Lego Insel. Mit, jetzt haltet euch fest, 888 Aufrufen, das ist keine Absicht, das ist so, mit 1,2% Anteil. Und dieses Jahr ist es tatsächlich auch ein Part, den wir schon hatten, nämlich Emperor Schlacht um Dune Part 1, das noble Haus Atreides, mit 804 Aufrufen. Das ist ein Anteil von 1%, also 1,0%. Dann, die Silbermedaille geht an Civilization, an Sid Meier's Civilizations 3 nämlich. Der erste Part, Beginn des Römischen Reiches. 897 Aufrufe hat der Part letztes Jahr geholt. Also ein Anteil von 1,3%. Das ist viel. Ja. Und in diesem Jahr ist es tatsächlich der erste Part gewesen vom ersten Versuch von Civilization 2. Beginn der deutschen Zivilisation. Mit 1018 Aufrufen. Muss man sich mal überlegen. 1018 Aufrufe. Für so einen kleinen Kanal wie meinen. Wahnsinn.
und damit einen Anteil von 1,2%, aber trotzdem irre. Einfach mal vierstellig, Wahnsinn. Und die Ironie daran ist, auf Platz 1 war letztes Jahr tatsächlich eben genau dieser Part, Civilization 2, Beginn der deutschen Zivilisation. Mit 1157 Aufrufen, Anteil von 1,6%, hat also tatsächlich im Vergleich zum letzten Jahr etwas verloren, muss man tatsächlich dazu sagen. Ist aber nicht schlimm, der neue erste Platz 2020 geht an Civilization 3, Beginn des Römischen Reiches. Mit 1276 Parts, ein Anteil von 1,6%. Ich muss auch tatsächlich sagen, tatsächlich ist mir Civilization im Laufe des Jahres 2020 am meisten aufgefallen. Weil ich gucke ja immer mal in diese Live-Aufruf-Gedöns-Geschichte rein. Da wird ja immer gerne mal pro Stunde angezeigt, welche Videos angeklickt werden. Da gucke ich immer gerne mal rein, um zu sehen, welche Projekte überhaupt von mir geguckt werden. Und da war wirklich am meisten Civilization 3 vertretend. Und das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich glaube, das fing letztes Jahr schon an. Also die Jahre zu... Ich glaube, wann hatte ich das gemacht? 2017, 2018? Ich weiß es nicht mehr genau. Da war es eher so noch so, ja, so peu à peu, ne, so ungefähr. Und jetzt so 2019 hat es dann doch an Fahrt aufgenommen. Wie gesagt, zweiter Platz, wohlgemerkt. Und 2020 ist das so richtig in die Höhe geschossen, aber richtig. Und auch like-technisch tatsächlich, also Wahnsinn. Also ich glaube, Anfang des Jahres hat es, ach Gott, wie viele Likes hat es da gehabt? 5, 6 oder so. Mittlerweile hat es 33. Also habe ich auch gedacht, hallo, was ist denn da los? Ja, das waren die Top 10 Videos. Jetzt denkt ihr schon, oh, mir bluten schon die Ohren, hör auf, Lars. Ah. Ja, jetzt kommen wir zu den Playlists. Top 10 im Vergleich 2019-2020. Auch hier kann man sagen, die Aufrufe sind hochgegangen. Aber wenn ich das so ansehe, hat sich da ordentlich was getan. Wirklich ordentlich. Also wenn ich das sogar richtig sehe, sind einige Projekte vom letzten Jahr gar nicht in diesem Jahr vertretend. Könnte also interessant für euch werden. Ich würde einfach mal sagen, ohne großartig zu labern, fange ich einfach mal an. Und zwar natürlich wieder mit dem 10. Platz. Sid Meier's Civilization 2, PlayStation 1, zweiter Versuch beendet. 308 Aufrufe, ein Anteil von 2,6%. Halleluja, nicht schlecht. 2019 wohlgemerkt. 2020 haben wir auf Platz 10 Command & Conquer. Alarmstufe Rot. Der erste Teil mit den Sowjets mit 453 Aufrufen. Ich glaube auch tatsächlich, dass das Projekt mit den Sowjets gefühlt, ne, ich lehne mich da aus dem Fenster, gefühlt mehr geklickt wurde tatsächlich als mit den Alliierten. Ist mir tatsächlich so nebenbei aufgefallen. Und welche Ironie auf Platz 9 2019 war übrigens wieder Command & Conquer, Alarmstufe Rot 1, allerdings die Allianz. Mit 323 Aufrufen, Anteil von 2,7%. Übrigens nochmal im Nachhinein, die Sowjets haben einen Anteil von 3,2% dieses Jahr gehabt. 3,2%. Das ist gegenüber dem 10. von letzten Jahr ein Unterschied von 0,6%. Schon gewaltig. Dafür, dass es eine Playlist ist, schon enorm. Ja, die Allianz, wie gesagt, hat einen Anteil von 2,7%, 323 Aufrufe. Auf Platz 9 dieses Jahr ist tatsächlich Warlords Battlecry 2. Und wenn ich das richtig sehe, hat Warlords tatsächlich gegenüber dem letzten Jahr einen kräftigen Absturz hingelegt. Da kommen wir euch aber gleich zu. 540 Aufrufe dieses Jahr geholt, 3,8% Anteil. Trotzdem eine Menge, kann man wirklich nicht anders sagen. Dann haben wir auf Platz 8 2019 Yu-Gi-Oh! Cups im Monster Colosseum. Die erste Staffel. Ich habe ja noch eine Staffel gemacht. Für PlayStation 2, was natürlich beendet wurde. 377 Aufrufe geholt, 3,1% Anteil. In diesem Jahr ist es tatsächlich ein Projekt, das so ein bisschen mehr geguckt wurde als die letzten Jahre zuvor. Tatsächlich, obwohl es einen Platz verloren hat, sehe ich gerade. Nämlich Overlord, Raising Hell. Also der erste Teil mit dem dementsprechenden DLC, Raising Hell, also Overlord und Raising Hell. Ne? Ist ja beides zusammen, ich habe ja gleich beides zusammen gemacht. 100% böse, beendet, 588 Aufrufe, 4,1% Anteil. Halleluja, nicht schlecht. Und wie gesagt, Overlord hat sich ja verschlechtert, aber wenn ich mir die Statistik so angucke,
Also sie ist zwar hat zwar einen Platz verloren, ist aber trotzdem besser geworden. Das klingt jetzt komisch, aber wenn ihr das gleich hört, dann könnt ihr es nachvollziehen. Overlord Raising Hell auf Platz 7 2019 mit 393 Aufrufen, 3,3% Anteil. Wie gesagt, im Vergleich dieses Jahr 588, 4,1% Anteil. Schon ein deutlicher Unterschied, würde ich mal sagen. Gut, dann kommen wir jetzt zu Platz 7 von 2020, nämlich Fire Department 2. 627 Aufrufe, 4,4% Anteil. Ja, fällt einem nicht mehr viel zu ein, ehrlich gesagt. Also die Playlists werden tatsächlich gut angeklickt. Ich glaube sogar am meisten. Also es ist wirklich hilfreich für die Leute, Playlists zu erstellen und auch sicherzustellen, dass die Parts dann in der richtigen Reihenfolge sind. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Tatsächlich. Deswegen habe ich übrigens auch bei Command & Conquer später diese Komplett-Playlists eingeführt, weil es gibt wahrscheinlich auch einfach welche, die wollen sich einfach nur berieseln lassen, was weiß ich, beim Zocken oder so. Und da habe ich dann gedacht, alles klar, dann mache ich dann so eine komplette Playlist, alle Fraktionen, und dann können sie sich berieseln lassen, während sie dann selbst am Zocken sind. Oder irgendwas anderes machen, das weiß man nicht. Gut, wir waren bei Platz 7, jetzt kommt logisch nach 7, kommt logischerweise 6. Also rückwärts gezählt, ne? Klar. Warlords Battlecry 2 mit 532 Aufrufen, 4,4% Anteil. Wie gesagt, hat dieses Jahr 3 Plätze verloren. Aber wenn ich jetzt gerade mal so vergleiche, wartet mal kurz. Hat Warlords Battlecry tatsächlich sogar hauchdünn dazu gewonnen. Ganz, ganz, wirklich ganz, ganz, ganz dünn. Das sind gerade mal 8 Aufrufe, die sie mehr bekommen haben. Warlords Battlecry 2 hat nämlich vergangenes Jahr 532 Aufrufe bekommen, einen Anteil von 4,4%. Dieses Jahr 540 mit 3,8%. Also 0,6% verloren, aber trotzdem 8 Aufrufe mehr. Ja. Okay. Dann haben wir dieses Jahr auf Platz 6 tatsächlich Sid Meier's Civilization 2, den zweiten Versuch. Mit 652 Aufrufen, 4,6% Anteil. Eine ganze Menge. Es wird auch immer mehr, ne? Also ich werde das wahrscheinlich noch öfter sagen mit einer ganzen Menge. Emperor Schlacht um Dune ist auf Platz 5 2019 mit den Atreides. 702 Aufrufe, 5,9% Anteil. Ja, das ist eine Hausnummer. Und dieses Jahr ist es tatsächlich nicht Emperor geworden, sondern Herr der Ringe. Herr der Ringe, die zwei Türme, PlayStation 2 komplett, hatte ich ja gerade angesprochen, diese kompletten Playlists hatte ich auch bei dem Teil gemacht. 654 Aufrufe, 4,6% Anteil, also ich merke, diese Idee ist tatsächlich gut aufgenommen worden von euch. Es lohnt sich anscheinend, komplette Playlists zu erstellen, wenn man irgendwie die vorher unterteilt hat. Das ist nicht schlecht. So, wir kommen jetzt langsam dem Treppchen näher. Wir haben jetzt Platz 4 2019. Das wird belegt von Fire Department 2. Hat sich also auch dieses Jahr um 3 Plätze verschlechtert. Aber wenn ich mir die Aufrufe gerade mal so angucke, dann hat sich das tatsächlich verschlechtert. Nämlich hat es vergangenes Jahr 787 Aufrufe gehabt. 6,6% Anteil. Nochmal zur Erinnerung. Dieses Jahr Platz 7, 627 Aufrufe, 4,4% Anteil. Also ein bisschen runtergegangen, aber trotzdem ist glaube ich mit eins meiner bestgeguckten Projekte überhaupt auf meinem gesamten Kanal, tatsächlich. Muss ich wirklich sagen, aber dazu werde ich später auch noch was sagen. Platz 4 dieses Jahr ist Command & Conquer, Tiberian Sun mit der Bruderschaft von Nod, was mich sehr freut als alter Nod. 679 Aufrufe, 4,7% Anteil, das ist eine Hausnummer, das ist nicht schlecht. War übrigens vergangenes Jahr, wenn ich das richtig sehe, überhaupt nicht vertretend. Also das muss man sich mal vorstellen, von irgendwo hinter 11 hoch auf Platz 4. Das ist schon bemerkenswert. Das ist wirklich das ist wirklich ein Sprung, muss man wirklich sagen. Kommen wir jetzt zum Treppchen. Platz 3 2019, Herr der Ringe, das dritte Zeitalter, muss ich auch sagen, ist 2019 tatsächlich wirklich viel geguckt worden. Dieses Jahr nicht ganz so viel. Ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Aber es wird immer noch gut geguckt tatsächlich. 821 Aufrufe, 6,8% hat es vergangenes Jahr geholt.
Und dieses Jahr auf Platz 3 ein Projekt, das sogar dieses Jahr frisch entstanden ist, Freunde. Also frisch entstanden und direkt in den Top 3. Das ist sweet. Nämlich The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja. Oblivion. Zusammen mit Knights of the Nine. Ja, Knights of the Nine, genau. 782 Aufrufe, 5,5% Anteil. Von 0 auf 3. Alter Schwede. Das muss man erstmal hinkriegen. So, Platz 2 bestätigt übrigens das. Bestätigt, ne, da geht's wieder los. Was ich ja schon gesagt hatte, von meinem Gefühl her, nämlich Command & Conquer Alarmstufe Rot 1, die Sowjets, ne, hatte ich ja gesagt, die wurden viel geguckt, aber anscheinend 2019 wesentlich mehr als 2020. 838 Aufrufe, 7% Anteil, also die hat kräftig verloren, über die Hälfte. Also vor allen Dingen von den Prozenten her, aber auch von den Aufrufen haben sie ordentlich eingebüßt, die Sowjets, und ist interessant zu beobachten tatsächlich. Und dieses Jahr haben wir Der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Also das dritte Zeitalter ist zwar einen Platz hochgegangen, hat aber tatsächlich ein paar Aufrufe und ein bisschen Anteil verloren. Nämlich 799 Aufrufe dieses Jahr und 5,6% Anteil. Zum Vergleich, vergangenes Jahr 6,8% Anteil, 821 Aufrufe. Also leichter Rückgang. Leichter Rückgang. Kommen wir jetzt zur Goldmedaille. Die ging letztes Jahr tatsächlich an Command & Conquer Tiberian Sun mit der Bruderschaft von Nord. Mit 1148 Aufrufen und 9,6% Anteil. Wie gesagt, wurde letztes Jahr wirklich sehr, sehr, sehr oft geguckt. Dementsprechend ist auch die Bewertungsquote hochgegangen, ordentlich. Und dieses Jahr auf Platz 1 ist es tatsächlich Emperor Schlacht um Dune mit den Atreides. Mit 965 Aufrufen, 6,7% Anteil. Sehr interessant. Gut, wir gucken jetzt mal weiter, und zwar die Quellen. Und zwar, oder eher nicht die Quellen, sondern der Gerätetyp, über den geguckt wurde. Da muss ich tatsächlich sagen, da können wir es eigentlich einheitlich machen, weil es ist eigentlich genau dieselbe Platzierung, also es sind dieselben Geräte wie auch im, also 2019, 2020 sind genau dieselben Geräte, nur das Einzige, was sich halt geändert hat, sind die Aufrufe. Also Platz 5, Fernsehen, 2019 3063 Aufrufe, 4,3% Anteil, dieses Jahr 5686, 6,9% Anteil. Platz 4, die Spielekonsole. 2019 waren es 3436 Aufrufe, 4,8% Anteil. Dieses Jahr, oh Gott, ist das, boah, das ist ja richtig durch die Decke geschossen. 7668 Aufrufe und 9,3% Anteil. Also das hat sich fast verdoppelt. Ja, das hat sich fast verdoppelt. Hui. Heidewitzka. Was sage ich denn dazu? Platz 3 geht ans Tablet. Ist klar, das kann man überall mit hinnehmen. Da kann man immer mal so ein bisschen unterwegs, weil heutzutage hat ja fast, ja, nicht fast alles, was öffentlich ist, aber Bahn oder sowas hat ja heutzutage auch Internetanschluss, so ist es ja nicht. Tablet, Platz 3, 2019, 6603 Aufrufe, 9,2% Anteil. Dieses Jahr ist es tatsächlich 7909 Aufrufe und 9,6% Anteil. Jetzt wird's heftig, Freunde. Platz 2, das Handy. Es gucken tatsächlich sehr viele Leute übers Handy. Und zwar Handy 2019, 21619 Aufrufe. Das sind 30,2% Anteil. 30,2. Das sind Zahlen, von denen träumen manche Parteien. Wahnsinn. Und das hat sich tatsächlich sogar dieses Jahr noch leicht gesteigert. Und zwar auf 26.120 Aufrufe, 31,6% Anteil. Heidewitzka. Und Platz 1, wer kann es sich denken? Richtig, der Computer, natürlich. Traditionell 36.909 Aufrufe 2019, 51,5% Anteil. Ist jetzt nicht sonderlich überraschend, weil Computer war so ziemlich das erste Medium, über den YouTube geguckt wurde. Ist klar, dass da die meisten dabei bleiben.
Und dieses Jahr 35.033 Aufrufe, 42,4% hat also von den Prozenten ordentlich abgenommen, aber die Aufrufe sind leicht runtergegangen tatsächlich. Da sind die Leute so ein bisschen mehr auf Tablet, aber vor allen Dingen auch eher Spielekonsole und auf Fernsehen übergegangen tatsächlich. Und auch Handy hat so ein bisschen zugenommen. Also Computer hat abgenommen, alles andere hat davon profitiert. Auch interessant, die Geschichte. So, jetzt kommen wir zum Alter meiner Zuschauerschaft, sag ich mal so. Unterschied 2019-2020. Also, ich habe das mir eigentlich auch aufgeschrieben, aber das ist ja jetzt eigentlich wurscht. Ich lese das ja hier von dem Statistikfenster, aber ich sehe schon, ach Gott, scheiße, viel zu viel Zeit schon wieder. Egal. Also, fangen wir mal an mit der jüngsten Gruppe zwischen 13 und 17 Jahren. Hatte ich 2019 einen Anteil der Aufrufe 0,6%. Dieses Jahr ist es 1%. Also ich versuche das mal ein bisschen schneller zusammenzufassen. 2019 zwischen den 18- bis 24-Jährigen 40% Anteil an den Aufrufen. Dieses Jahr 12,4%. Also es ist gewaltig runtergegangen. Anscheinend sind einige Leute dezent älter geworden. Platz 3, 25 bis 34 Jahre, 43,5%. Was lese ich eigentlich? Platz 3, mir ist doch scheißegal eigentlich. Also wie gesagt, 43,5%. Dieses Jahr 65,3%. Wie gesagt, wahrscheinlich haben viele von euch die Altersgrenze 24, 25 überschritten und deswegen und dann halt übergegangen. 35 bis 44-Jährige, 6,5% Anteil vergangenes Jahr. Dieses Jahr sind es 15,2%, also da wird es wohl ähnlich sein wie bei den vorigen Altersgruppen. Dann die 45 bis 54-Jährigen hatte ich letztes Jahr einen Anteil von 8,5%. Dieses Jahr 4,1%, hat sich also auch geändert. Und 55 bis 64 Jahre 0,8% letztes Jahr. Dieses Jahr sind es 2%. Und 65 plus habe ich jeweils in beiden Jahren keine gehabt. Gut. Ich glaube, dann sind wir, ja, wir sind mit den Statistiken durch damit. Dann kann ich das hier jetzt schließen. Perfekt. Ja, und was ich halt noch dazu sagen kann, ich lese das jetzt hier gerade mal hier anhand der Stichpunkte, die ich gemacht habe. 2019 habe ich 79 Abonnenten dazu bekommen. 2020 sind es tatsächlich 96 gewesen. Ist also auch leicht hochgegangen. Was heißt leicht? Das ist beides für mich eine große Menge. Ne? Das füllt einfach mal so einen ganzen Raum einfach mal aus. Ne? Also das ist schon Wahnsinn. Muss man wirklich sagen. Also, ja, Freunde, ich würde jetzt sagen, nach fast einer halben Stunde Labern über Statistiken. Ich habe euch damit lange genug gelangweilt, glaube ich. Kommen wir jetzt wieder zum schönen Part, nämlich der Gaming-Block Nummer 2. Ich gebe ab an den Offscreen-Lars und wir sehen uns dann gleich nochmal wieder mit den besonderen Ereignissen des Jahres 2020. Und danach kommt der letzte Gaming-Block und dann kommen wir auch schon in die letzte Phase des Jahresrückblicks, der wahrscheinlich schon wieder viel zu lange geht, aber egal, es lohnt sich. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, und da bin ich auch wieder und wir fahren fort mit dem nächsten Block und wir fangen an mit einem Spiel, das wir bereits in der Vergangenheit tatsächlich gespielt haben. Ein Anime-Spiel übrigens, nämlich Yu-Gi-Oh! Cups im Monster Colosseum. Wie gesagt, ein Spiel, das wir schon mal gespielt haben in der Vergangenheit. Das ist übrigens Besonderheit kein Replay, sondern die zweite Staffel. Ich hatte ja eigentlich vor, tatsächlich sämtliche Monster zusammenzusammeln. Und soweit ich mich entsinne, hatten wir auch tatsächlich einige Fusionen gehabt. Ich glaube auch die eine oder andere Weiterentwicklung. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall sind wir den 100% ein bisschen näher gekommen dadurch. Und worum geht es eigentlich? Also man kann das Spiel auf jeden Fall so vergleichen wie so eine Art Schach. Nur eben halt mit Monstern. Und der König ist ja quasi ein sogenanntes Symbol. Es geht halt darum, wir kämpfen gegen unterschiedliche Charaktere aus dem Anime, angefangen mit Yugis Freunden, Yugi Muto übrigens, und mit zusammen mit dem namenlosen Pharao. Ich sage jetzt einfach mal namenlos wegen, ja, ihr wisst Bescheid. Und wir kämpfen da gegen unterschiedliche Charaktere, Freunde wie Feinde, auch neutrale Charaktere, sogar Familienmitglieder sollte ich noch hinzufügen.
und erleben durch fünf verschiedene Ebenen ein spannendes Abenteuer, muss ich tatsächlich sagen. Also es macht auch immer wieder Spaß, das Spiel zu spielen tatsächlich. Und dementsprechend sieht es Leider auch mit ja. den Parts aus. Es sind 28 Parts geworden, die auch unterschiedlich lang waren. Ich glaube, zwischenzeitlich hatten wir auch Parts dabei, die 40 Minuten oder so gingen. Lag dann aber auch daran, weil ich die irgendwie nicht wirklich schneiden konnte oder wollte. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das ging vom 13.3. bis zum 26.3. Und ja, ich würde dann mal sagen, wir schwenken dann direkt von diesem Strategieklassiker zu einem anderen Klassiker über, der aber nicht strategietechnisch unterwegs ist. Ja, wie schon angedeutet, das nächste Projekt, das wir damals durchgezogen haben, ist ebenfalls ein Klassiker, allerdings eher aus dem Rollenspielbereich, nämlich ein Elder Scrolls-Teil, The Elder Scrolls 4 Oblivion, übrigens mit Knights of the Nine inbegriffen, das Add-on. Ja, mit einem ähnlichen Anfang damals. Wir sind wieder mal in Gefangenschaft angefangen und haben diesmal tatsächlich mit einer Frau gespielt, ja. In diesem 2006 erschienenen Klassiker haben wir ja verschiedenste Abenteuer erlebt. Und auch wieder verschiedenste Charaktere kennengelernt, viele Quests erledigt, auch viele technische Probleme gehabt, auch wenn es nicht ganz so schlimm war, tatsächlich wie in Morrowind. Morrowind war es tatsächlich schlimmer, muss ich wirklich sagen im Nachhinein, aber auch da gab es tatsächlich Schwierigkeiten, speziell mit der Maus vor allen Dingen, die gerne mal raustappte, obwohl sie es gar nicht sollte oder plötzlich einfach mal einmal im Outer City rumgespielt hat, was ich auch nicht sollte. Aber sie hat es halt getan. Ja, Besonderheit dieses Projektes war tatsächlich, dass wir sämtliche Oblivion-Tore, kann man sich gar nicht vorstellen, aber ja, ich habe es gemacht, dass wir sämtliche Oblivion-Tore tatsächlich geschlossen haben. Das war übrigens das damals groß angepriesene Großprojekt im Let's Schnacken. Und dementsprechend ist auch die Partlänge, wie gesagt, man darf nicht vergessen, Knights of the Nine ist mit sechs Parts inbegriffen, die ein bisschen länger gingen. Insgesamt hatte Oblivion, abgesehen von Shivering Isles kommt nämlich separat, hat Oblivion 212 Parts und lief vom 27.03.2020 bis zum 24.10. und damit auch wirklich ziemlich lange, über ein halbes Jahr. Und ja, ich würde sagen, es geht dann direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Ja, liebe Freunde, und wir kommen jetzt zu einem Projekt, das, ja, wie soll ich sagen, mal wieder gehen wir in die Tiberium-Reihe. Ihr ahnt es schon sicher, wird auch wahrscheinlich an dem, was ihr seht, nämlich Command & Conquer 3, Tiberium Wars. Ja, ein Klassiker aus dem Jahre 2007, ein sehr interessanter, übrigens auch mein absoluter Lieblings-Command & Conquer-Teil tatsächlich. Wahnsinnig gut umgesetzt, grafische. Richtig kräftige Aufwertung, muss man sagen. Übrigens sollte ich noch dazu sagen, ist die zensierte Version, also nicht die Kane Edition, die gibt es ja auch noch, die ist unzensiert. Kleines Ärgernis, was ich damals im Projekt tatsächlich hatte, sowohl mit der globalen Defensivinitiative, also der GDI, als auch mit der Bruderschaft von Nod. Es gibt in diesem Spiel allgemein, gibt es Geheimdienstberichte, die man lesen kann. Und auch sollte, wie ich finde, ne, muss ich auch noch dazu sagen. Tatsächlich gibt es in diesem Projekt, also in diesem Spiel mit beiden Fraktionen, leider jeweils einen Geheimdienstbericht, genau, wirklich genau dieser eine Geheimdienstbericht, den man nicht freischalten kann durch einen Bug, weil er halt ins Spiel nicht richtig integriert wurde. Sehr, sehr schade, aber dennoch habe ich versucht, sämtliche Geheimdienstberichte zu holen. Bei der dritten Fraktion ist es mir auch tatsächlich gelungen. Insgesamt ging das Projekt 44 Parts lang, also über alle drei Fraktionen hinaus, ne, muss man ja dazu sagen. Es sind ja diese drei Fraktionen, die wir einzeln durcheinander, nicht durcheinander, die wir durchgenommen haben. Und insgesamt lief das Spiel vom 27.03. bis zum 17.04.20 logischerweise. Ich wollte das nämlich jetzt gerade schon wieder sagen. Blöde Gewohnheit, ehrlich. Und ja. Das, wie gesagt, eins meiner Lieblings-Command & Conquer-Spiele. Ich kann es nur jedem empfehlen.
Und ich kann es nicht versprechen, aber vielleicht gibt es ja im Nachhinein nochmal die unzensierte Version. Vielleicht. Mal gucken. Ich würde sagen, wir springen dann jetzt direkt zum nächsten Projekt über, was dann auch fast schon das Vorletzte, was heißt fast schon, es ist das Vorletzte, und dann geht es auch schon wieder weiter mit dem Geschwurbel vom Chemlars. Ja, und Freunde, jetzt das kommen wir kleine zu einem Phantombild Projekt, kommt das zu einem tatsächlich neuen neu Part auf von meinem Kanal ist, also Deponia, komplett neu, das habe jawohl. ich nämlich noch nie gespielt, nämlich Deponia. Aha. Ja, ein Point-and-Click-Adventure. Tatsächlich ein sehr lustiges, sollte ich noch dazu sagen. Also der Humor, der ist einfach einzigartig. Gerade bei Deponia muss ich tatsächlich sagen, weil da gibt es eine Szene, da musste ich wirklich sehr lachen. Ich sage nur Kinnhaken, mehr sage ich nicht. Ja, entwickelt und gepublished damals von Dedelic. Wie gesagt, auch komplett blind für mich tatsächlich. Also ich musste auch, soweit ich mich erinnern kann, das eine oder andere Mal auch wirklich gucken, zu meiner Schande, wie ich jetzt weiterkomme, weil ich wirklich so derart Okay. festhing und nur geguckt habe, wie komme ich jetzt weiter und überhaupt. Und ich hatte so gar keine Ahnung davon. Aber man kann wirklich sagen, das Spiel hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch teilweise, oh, die Schweinereien, die unser Rufus da teilweise veranstaltet hat. Heidewitzka, also. Doch, da musste man wirklich sehr aufpassen mit ihm. Also, das war ja echt hohoho. Heieiei. Aber das ist ja nicht ganz ohne, was der gute Mann abgelassen hat. Und ja, wie gesagt, es geht übrigens auch um den Aha. gleichnamigen Planeten Deponia. Nein. Sollte ich vielleicht noch hinzufügen. Also, die Reihe ist nach dem Planeten benannt, wo das stattfindet. Und ja, ich würde dann sagen, wir. Achso, es kann übrigens sein, dass wir später tatsächlich noch, oder so ziemlich zum Schluss wahrscheinlich, werden wir sogar noch einen weiteren Vorsicht. Teil der Reihe in Angriff nehmen. Jetzt fahren wir aber erstmal fort mit dem nächsten Projekt. Ja, und das letzte Projekt dieses Blogges ist tatsächlich, dieses Blogges vor allen Dingen, dieses Blockes mit CK. Ist ein Add-on von einem anderen Spiel, das wir noch schon hatten, nämlich von Command & Conquer 3. Kains Rache haben wir hier. Ja, ein Spiel tatsächlich, erstmal ist es unzensiert, schon mal sehr schön. Und es ist tatsächlich ein Add-on, deren Kampagne sich alleine auf die Bruderschaft von Nott beschränkt. Mit, was übrigens eine Neuerung damals war oder auch ist. Es gibt da sogenannte Unterfraktionen, also untergeordnete Fraktionen, die einer Hauptfraktion, also GDI, Nod und die Skryn, angehören. Also zum Beispiel die Steel Talon, die SOCOM, die Schwarze Hand, Kains Jünger, Traveler 59 heißt die, glaube ich, kriegt das jetzt. Also bei den Skryn ist ohne Gewehr, nur mit Schrotflinte, weil ich kriege die da nicht so genau zusammen. Also auf jeden Fall die Reaper und die Traveler. Die Reisenden. So. Sagen wir es mal so. Mit neun sehr interessanten Einheiten teilweise auch interessanten Fähigkeiten, schreiten wir oder sind wir quasi dort weiter vorangeschritten. Auch sehr interessante Missionen. Bekannte Gesichter in den Cutscenes. Ich sage nur den Namen Natasha Henstridge. Unter anderem natürlich auch wieder mit dem guten alten Joe Coogan, Kane. Ne? Der darf ja nicht fehlen, logischerweise. Und ja, man hat auch so einige Hintergrundinformationen tatsächlich bekommen, die im Grundspiel nicht dabei waren. Zum Beispiel was den GDI-Direktor Boyle angeht. Ne, solche Geschichten. Also wirklich sehr interessant. Auch hier gab es wieder Geheimdienstberichte und tatsächlich einen Weltherrschaftsmodus, den wir übrigens auch gespielt haben. Den werde ich gleich direkt mit reinnehmen. Also. Nicht jetzt extra aufgelistet, sondern gleich direkt zusammen beides. Sowohl die Kampagne als auch die Weltherrschaft gingen insgesamt, ich ziehe jetzt wie gesagt beide zusammen, vom 30.04. bis zum 11.05. Und ja, wir haben damit quasi fast, also in den Gedanken vieler haben wir damit die Reihe, was Tiberium angeht, abgeschlossen. Aber tatsächlich kommt leider noch ein Teil und ich kann euch so viel sagen, ich freue mich nicht wirklich auf diesen Teil, aber das werden wir dann sehen. Wahrscheinlich, vielleicht sogar dieses Jahr 2021, vielleicht auch erst 2022, ich weiß es nicht.
Ich gebe jetzt jedenfalls ab an den Kemlers. Der wird euch wahrscheinlich jetzt wieder voll schwurbeln mit irgendwas. Mal sehen, was da kommen wird. Und ich melde mich danach nochmal wieder mit den letzten Spielen dann, die wir dann im Jahre 2020 gemeinsam gezockt haben. Ja, wenn ihr dachtet tatsächlich, dass Deponia die einzige Spielereihe wäre, was Point-and-Click-Adventures angeht auf meinem Kanal, dann habt ihr euch geschnitten. Es gibt nämlich noch ein anderes Point-and-Click-Adventure, das wir dieses Jahr angegangen sind, also 2020, nicht, dass ihr verwirrt seid deswegen. Nämlich Ankh, die Anniversary Edition, also der erste Teil davon. Ja, als Asil sind wir quasi durch. Ja, ich will nicht sagen, durch das alte Ägypten vorangeschritten, weil es ist mehr oder weniger sehr humorvoll veranlasst, auch nicht ganz historisch korrekt. Also das Spiel nimmt sich nicht so ganz ernst. Ich glaube, allgemein Point-and-Click-Adventure nehmen sich nicht so ganz ernst, aber das ist auch in Ordnung so. Jedenfalls schreiten wir mit Asil durch das alte Ägypten voran, auch erleben da auch sehr interessante Abenteuer, sehr humorvoll übrigens. Und ich hatte dort auch wieder einen Gast dabei, nämlich den Alex Flattermann 85, der hat mich wieder begleitet. Und was auch noch dazu kommt, das wird er wahrscheinlich auch gerne hören wollen. Die Synchronstimme vom Asil gehört, glaube ich, auch unter anderem dem Justus Jonas, wenn ich mich nicht irre. Man schlägt mich wahrscheinlich, wenn ich das jetzt falsch sage, aber ist egal, aus die drei Fragezeichen. Der war nämlich mit dabei als Synchronsprecher. Wie gesagt, ein sehr interessantes Projekt für mich, also spieletechnisch semi-blind. Also ich habe ein Projekt davon schon mal gesehen, aber halt noch nie selber gespielt. War aber eine sehr interessante Erfahrung. Und das Projekt hatte 16 Parts tatsächlich und ging vom 12.05. bis zum 27.05. Und ja, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt direkt fort mit dem nächsten Projekt. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Der nächste Teil des Jahresrückblicks beginnt. Ja. Wir legen jetzt los mit den besonderen Ereignissen des Jahres 2020, sowohl privater Natur als auch YouTube-technischer Natur, Twitch-technischer Natur nicht zu vergessen und auch so ein bisschen privater Natur. Wie gesagt, ist insgesamt aber nicht so wahnsinnig viel tatsächlich. Also das ist, glaube ich, sogar erheblich weniger als das, was ich 2019 hatte. Und zwar fangen wir damit an. Ich habe tatsächlich dieses Jahr wieder angefangen zu streamen auf Twitch, eine Zeit lang, sogar eine gewisse längere Zeit lang. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Videos ich in der Playlist habe. Ich habe die aber auf jeden Fall extra gemacht, ne? Von den anderen. Ich habe ja auf meinem Zweitkanal, habe ich ja die Livestreams, die ich unter dem Namen ViperFanLars91 gemacht habe. Und die habe ich unterteilt in LarsViper91. Das ist ja mein aktueller Twitch-Name. Und da haben wir dann. Oder was heißt, da haben wir, da habe ich zweimal die Woche gestreamt. Ich glaube einmal Donnerstag und einmal Samstag, wenn ich mich recht erinnere. War recht unterhaltsam teilweise. Wir haben auch gute Spiele gespielt. Leider habe ich auch einige Spiele unterbrochen, was mich persönlich im Nachhinein immer noch sehr ärgert, dass dem so ist. Naja, man kann nicht alles haben. Allerdings habe ich tatsächlich dieses Jahr, um gleich mal auf den nächsten Punkt zu kommen, wo wir gerade bei Twitch sind, wir haben den. Was heißt wir? Ich habe den Affiliate-Status dank euch geschafft und erreicht. Den habe ich also und den kann mir jetzt außer Twitch niemand mehr nehmen. Oder ich selber halt, je nachdem. Dann, was YouTube-technisch noch dazu kommt, wir haben dieses Jahr gemeinsam, also ich habe dank eurer Unterstützung, eurer tatkräftigen Unterstützung, weil man muss wirklich sagen, ich hatte 2020, glaube ich, des öfter, also ich glaube, ich hatte nur ein paar wenige Tage, wo die Aufrufe zweistellig waren. Ansonsten waren sie fast konstant dreistellig. Die schwanken, glaube ich, immer so zwischen, lasst mich lügen, ich glaube 150 bis, sagen wir jetzt einfach mal 300, 400, 500 teilweise. Also teilweise ist das echt eskaliert, wo ich echt gedacht habe, so, hallo, was ist denn jetzt los? Also teilweise ist das echt eskaliert, aber ich sage jetzt mal so standardmäßig zwischen 150 bis ungefähr 300. Sage ich jetzt einfach mal so. Wir haben auf YouTube tatsächlich dieses Jahr die 250k-Aufrufmarke geknackt, was richtig, richtig geil ist. Und wir sind auch schon auf dem Weg. Also ich glaube, wir haben jetzt gerade vor kurzem sogar die 270 erreicht, auch wenn das jetzt 2021 ist, aber ich nenne das jetzt einfach mal dazu. Und
Dieses Jahr habe ich die 400 Abonnenten-Marke geknackt. Ja, ich weiß, ich mache lange schon kein Abonnenten-Special mehr, weil die Abonnenten eigentlich gar nicht so wichtig sind. Also die Zahl selber. Also ihr als Zuschauer, ihr seid natürlich sehr wichtig. Das ist klar. Weil ohne euch läuft das Ganze nicht. Ist klar. Ne, weil ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe, Mensch, den Leuten gefällt das Video. Sie kommentieren und schreiben auch, das ist toll. Oder, oh, das kannte ich noch nicht. Und sowas in der Richtung halt. Da freue ich mich immer wieder drüber. Ne? Ja, dann kommen wir mal kurz zu einer Sache privaterer Natur. Oder sollte ich eher sagen beruflicher Natur, denn ich habe ja auch Anfang diesen Jahres tatsächlich noch bevor eine gewisse globale Krise begonnen hat, habe ich nämlich noch einen neuen Job gefunden gehabt in meiner angelernten Branche im Einzelhandel. Ja, die Stelle war allerdings alles andere als toll. Ne, so ehrlich bin ich. Und der Umgang war auch alles andere als toll. Ich sag's mal vorsichtig, versuch's so neutral wie möglich auszudrücken, ja. Und irgendwann habe ich dann einfach gemerkt, es geht nicht mehr und habe dann dementsprechend gesagt, nee, da kann ich nicht bleiben, da will ich nicht bleiben, da werde ich nicht bleiben. Also haben wir dann nach, ich glaube, 1,5 Wochen nicht mal, habe ich ja, glaube ich, dann den Vertrag in einem Vernehmen aufgelöst. War dann dementsprechend wieder ohne Job und ich hatte die Entscheidung getroffen, raus aus dem Einzelhandel. Ja, das wollte ich dann auch machen. Und was passierte dann? Richtig, Corona kam. Super. Und dann waren genau die Betriebe, wo ich mich beworben hatte, hatten dann dicht. Dank des ersten Lockdowns. Vielen Dank dafür. Ja, die gute Nachricht ist aber, um das mal ein bisschen vorauszuspringen, momentan gibt es ein Happy End, denn ich habe jetzt wieder einen Job. Deswegen gibt es momentan auch nur ein Video pro Tag. Was sich aber höchstwahrscheinlich nach Beenden des aktuellen Projektes sich wieder ändern wird. Höchstwahrscheinlich, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das nur mal am Rande. Jedenfalls, ich habe jetzt wieder eine Arbeit. Und das Schöne ist, die Arbeit macht Spaß, die Kollegen sind super. Perfekt. Und ich habe am 17. Dezember, also kurz vor Weihnachten, habe ich angefangen. Das ist das beste Weihnachtsgeschenk, das ich kriegen konnte. Und auch das beste Geburtstagsgeschenk seit Jahren. Weil sonst habe ich vorher zu dieser Zeit immer, wirklich immer und meistens durch Vertrag auf Lösung seitens des Arbeitgebers, wo er gesagt hat, nö, wir wollen dich nicht oder haben es einfach ablaufen lassen oder wie auch immer. Und dann stand ich dann einfach zum Ende des Jahres immer auf der Straße. Dieses Mal ist es zum Glück nicht der Fall und ich hoffe, das wird auch länger der Fall bleiben, dass ich nicht wieder auf der Straße lande. Was dann auch noch dazu kommt, um das Private nochmal so ein bisschen abzurunden. Mein Auto war tatsächlich auch dieses Jahr wieder mit TÜV dran. Ist durchgekommen, ohne Mängel. Perfekt. Wunderbar. Also man kann sich nichts Schöneres wünschen als Autofahrer, dass das eigene Auto durchkommt, ohne Mängel. Da geht einem das Herz auf. Jetzt kommt eine Sache, auf die bin ich persönlich überhaupt nicht stolz. Tatsächlich. Weil das soziale Konsequenzen nach sich gezogen hat. Nämlich hatte ich im Rahmen, oder hatten wir, weil das waren ein paar mehr Leute beteiligt, war im Rahmen meines Discord-Servers ein Zocker-Event geplant, mit dem, also an deren Organisation ich überhaupt nicht beteiligt war. Das hat jemand anderes gemacht, der damals auf meinem Server war, mittlerweile nicht mehr. Nämlich das Doof-Zocker-Event. Wir hatten, glaube ich, Arena Wars Reloaded, hieß das Spiel, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau, das hatten wir gezockt. Ja, wie gesagt, das lief nicht so ganz nach Plan. Erstmal lief da einiges gewaltig schief bei mir, was die zeitliche Organisation anging, weil, ist alles immer so eine Sache. Lange Rede, kurzer Sinn, das Event ging gewaltig schief. Wie gesagt, hauptsächlich liegt das an mir. Also was heißt hauptsächlich, es liegt eigentlich nur an mir, dass es schief ging. Die anderen haben noch so ein bisschen versucht, das irgendwie zu retten. Aber ihr könnt euch vorstellen, mein Gemüt, ihr wisst ja, ich bin recht feurig, gerade was Strategiespiele angeht. Und das ist ja ein Strategiespiel und das haben die dann auch dementsprechend zu spüren gekriegt. Und ich sag mal so, als dann die an der Tür geklopft wurde, so nach dem Motto, mach so weiter und gleich drehen wir dir die Sicherung raus, war dann für mich dann Feierabend. Ja, dementsprechend bin ich dann auch ausgestiegen. Ich war dann auch dementsprechend psychisch down. Also mir ging es dann auch nicht so gut. Und da haben verschiedene Faktoren einfach zusammengespielt. Und daraus hat sich dann letztendlich herauskristallisiert. Also das Event, ist klar,
ist schiefgegangen. Und der Kontakt zu den anderen Teilnehmern ist weg. Nichts mehr. Nada. Vorbei. Zu keinem von denen. Ne? Also ich schreibe mit keinem von denen mehr gar nichts. Ich höre auch nichts mehr von denen und das muss auch nicht sein. Für den Organisator hat es mir sehr leid getan, weil der hat für sich wirklich viel Mühe gegeben. Für den tut es mir auch immer noch sehr leid. Auch wenn er mir das nicht glaubt, aber es ist so. Für den hat es mir wirklich sehr leid getan, dass das so enden musste. Ne? Also, ja, kann man wirklich nicht anders sagen. Und dann gab es noch jemand anderes, die dann mir dann noch so eine Riesennachricht um die Ohren gehauen hatte. Aber nachdem da so eine Trollinger-Nachricht kam, habe ich mir dann auch nur gedacht, ja, alles klar, kannst du eh nicht für voll nehmen. Gut, ja, wie gesagt, zu denen habe ich keinen Kontakt mehr. Kontakte kommen, Kontakte gehen, ist leider so im Leben. Es ist normal, ne, weil ich habe im Laufe von, wie lange bin ich jetzt dabei? Ich gehe jetzt ins 6. Jahr YouTube, ne, kann man sich vorstellen. Und ich habe längst nicht mehr zu allen Leuten Kontakt, zu denen ich damals Kontakt hatte. Es ist einfach so. Es gehört einfach im Leben dazu. Ne? Freunde kommen, Freunde gehen, oder sollte er sagen, Kumpels kommen, Kumpels gehen, weil es sind keine wirklichen Freunde. Für mich ist nur wirklich einer ein wirklicher Freund und das ist mein bester Kumpel, den ich seit Urzeiten kenne, gefühlt, seit Kindheitstagen. Das ist für mich ein wahrer Freund, weil wir schreiben monatelang nicht, dann schreiben wir mal wieder und das ist alles so wie immer. Das ist für mich ein wahrer Freund. Alles andere sind für mich Kumpels. Also da ziehe ich schon so eine gewisse Linie. Das mache ich aber schon seit 2019. Also ich lerne auch draus. Ne, so ist es nicht. Gut, was ich dann noch anmerken kann, was ich hier nämlich nicht als Stichpunkt stehen habe. Soweit ich mich erinnere, hatte ich 2020 genau einen Gastauftritt gehabt. Stimmt gar nicht. Zwei Gastauftritte hatte ich gehabt. Nämlich vom Alex Flattermann 85. Der war zweimal bei mir. Nämlich einmal bei Ankh, der Anniversary Edition. Und einmal bei Cannon Fodder 3 war er zu Gast. Fällt mir gerade noch ein, hatte ich hier gar nicht aufgeschrieben gehabt. Das fiel mir nur gerade so spontan einfach mal ein. So, ja, ne, ja, alles klar. Ja, gut, dann haben wir die besonderen Ereignisse. Wie gesagt, ja, ich sag mal so, die sind ausgewogen. Also wir haben den Affiliate-Status, wir haben auf YouTube zwei Meilensteine geknackt. Einmal Aufrufe, einmal Abos, was mich beides sehr freut. Und es freut mich auch weiterhin sehr, dass mein Kanal so gut geguckt wird, vergleichsweise, muss ich wirklich sagen. Auch wenn ich tatsächlich nicht so den Trends folge, weil die letzte Zeit war es ja so, dass Cyberpunk mehr so im Run ist, wo dann jeder draufspringt und so weiter. Das mache ich ja nicht. Ich ziehe ja meinen Plan weiter ganz normal durch. Und das wird trotzdem gut geguckt. Also das erstaunt mich wirklich. Ich finde das wirklich toll. Ne? Also das muss ich wirklich aussagen. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. An dieser Stelle kann man wirklich nicht oft genug sagen. Danke schadet einfach nicht. Immer mal schön Danke sagen. Man freut sich einfach sehr drüber. Das tue ich wirklich. Ne? Auch wenn das vielleicht eventuell nicht so ankommt. Aber doch, das ist so. Und ja, auch beruflich. Wie gesagt, ich hoffe da wirklich nur das Beste, dass das vielleicht sogar ein fester Job wäre. Das wäre mein erster fester Job überhaupt. Das wäre richtig, richtig geil. Weil ich habe in den vergangenen Jahren beruflich so viel Pech gehabt. Es wäre echt mal schön, wenn sich das jetzt endlich mal ändert. Dass man wirklich mal Planungssicherheit hat. Das wäre echt mal toll. Ja, mit den Autos, es läuft weiterhin supi. Also ich hoffe, das wird auch die nächste Zeit weiterhin supi laufen. So viel Schnee haben wir ja dieses Jahr zum Glück nicht. Oder auch vergangenes Jahr nicht so viel gehabt. Also so viele Probleme gab es dann nicht. Und ja, ich denke mal, spätestens im nächsten Jahresrückblick 2021 kann ich euch dann vielleicht etwas mehr erzählen, was sich dann so getan hat. Wir schauen mal. Ich habe jetzt lange genug gelabert. Jetzt kommt nochmal der dritte Gaming-Blog. Freunde der Sonne, und danach kommt dann das Abschlussblabla. Freunde, wir sehen uns gleich nochmal ein letztes Mal wieder zum Jahresrückblick 2020. Bis gleich. Nein, keine Sorge, ihr habt keine Fata Morgana auf eurem Bildschirm. Ihr habt auch nicht irgendwelche Einbildungen. Nein, ihr seht richtig, wir haben tatsächlich in diesem Jahr auch Anno 1602 gespielt. Tatsächlich. Warum ist das so, dass ich das jetzt noch mitgeliefert habe? Das kann ich euch erklären. Damals, wo es nämlich nicht ging, habe ich nämlich tatsächlich noch Windows 7 gehabt. Für diejenigen, die sich vielleicht erinnern, der Support ist ja dieses Jahr für Windows 7 beendet worden. Und ich habe meinen PC auf Windows 10 umgestellt.
Unter Windows 7 gab es nur Grafikbugs ohne Ende und die gab es bei Windows 10 einfach mal nicht mehr. Und deswegen konnte ich euch Anno 1602 präsentieren, der allererste Teil der Anno-Reihe noch dazu. Und natürlich original, es ist nicht die History-Kollektion, die gibt es ja auch mittlerweile, mit grafischen, einigermaßen grafischen Aufwertungen und so weiter. Geht genauso wie bei 1701, es geht darum zu kolonisieren, den Leuten Ressourcen zu liefern. Es gibt aber, glaube ich, nicht ganz so viele Bevölkerungsstufen, die Angabe ist ohne Gewähr. Wir fangen auf jeden Fall wieder mit Pionieren an und arbeiten uns dann nacheinander hoch. Und wahnsinnig spaßiges Spiel, sehr nostalgische Erinnerung, die dabei wieder hochkam. Auf jeden Fall ein echter Klassiker, kann man wirklich sagen, aus dem Jahre 98, Freunde. 98, das ist mittlerweile 23 Jahre ist das her. Wahnsinn. Also es geht ins 23. Jahr. Also Anno wird dieses Jahr tatsächlich 23 Jahre alt. Die gesamte Reihe. Wahnsinn. Nicht schlecht. Gut durchgehalten auf jeden Fall. Ja, wir haben auch hier haben wir ein Endlosspiel gemacht, nicht die Kampagne gespielt. Und hatte 35 Parts. Und wir haben gespielt vom 28.05. bis zum 1.07. Also hier habe ich anscheinend das mit den Parts wieder so ein bisschen runtergeschraubt, wenn ich das richtig sehe, oder vorher schon. Auf jeden Fall ist das lief das so lange, 35 Parts, genau, ja. Und macht euch keine Sorgen, es wird es wird noch mehr Anno auf meinem Kanal geben. Aber auch Tropico sollte bald mal wieder kommen, denke ich mal. Es wird mal wieder Zeit. Ich würde sagen, wir gehen nun über zum nächsten Projekt. Ja, das nächste Projekt ist auch wieder ein Anime-Spiel tatsächlich. Dieses Mal allerdings, wieder von unserem kleinen Ninja, der da nicht mehr ganz so klein ist. Nämlich von Naruto Shippuden, Ultimate Ninja 4. Man hört schon, Shippuden ist was anderes als Classic, logischerweise. Und, was kann man erzählen? Also, erst einmal, es gab dieses Mal tatsächlich, was mich persönlich sehr überrascht hat, keine S-Klasse-Mission. Die kannten wir ja schon aus den vorherigen drei Teilen. Die hat man hier anscheinend, weiß ich nicht, ob das gewollt war oder ob die einfach gesagt haben, ne, muss jetzt nicht sein. Die waren nicht dabei tatsächlich. Und man kann auch wirklich sagen, beim vierten Teil, es war ein völlig anderes Gefühl als beim dritten Teil. Das sage ich auch deswegen, weil der dritte Teil ja auch hier mit drin ist. Den habt ihr ja schon gesehen. Wahnsinnig cooles Spiel, macht viel Spaß. Das einzige Problem ist halt, wenn du, also das ist ja mehr Open World als die Vorgänger. Wenn man durch die Welt geht, wird man oft angegriffen. Am Anfang ist es recht nett. Tatsächlich, das habe ich auch damals im Let's Play gesagt, aber irgendwann später, wenn man einfach nur unterwegs sein will, ist es so ein bisschen so, man kann nicht fliehen, das ist so ein bisschen doof. Aber naja, gut. Auf jeden Fall insgesamt ein sehr, sehr schönes Spiel. Es hat viel Spaß gemacht, das zu spielen, definitiv. Sieht man auch übrigens dementsprechend an den Parts. 61 Parts hat das Projekt. Ich habe da, glaube ich, auch noch einige Minispiele mitgenommen mit Ninjutsus, die man, glaube ich, da erlernen kann. Durch verschiedene Minispiele oder durch Missionen, sowas in der Richtung. Und wie gesagt, 61 Parts ging vom 2.7. bis zum 31.8. Also ziemlich lange eigentlich. Ja, doch, kann man so sagen. Fast drei Monate. Ich dachte in der Hokage-Villa. Ist nicht schlecht. Ja, fast drei Monate. Wie komme ich jetzt darauf? Also auf jeden Fall mehr als im Monat. Zwei Monate fast. Und ich würde jetzt sagen, wir fahren einfach fort mit dem nächsten Projekt. Ich kann nur so viel sagen, Freunde, es wird magisch. Das nächste Projekt ist ein Projekt, wo man sagen kann, es geht sehr in die Richtung von Sid Meier's Civilizations. Es handelt sich dabei um Warlock, Master of the Arcane. Wie man schon anhand des Namens hört, es dreht sich nicht um hochmoderne Waffen, sondern um Magie. Und zwar richtig viel um Magie. Ob es nun Nekromantie ist, Beschwörung, Zerstörung, wie auch immer. Also wenn man das nach Elder Scrolls misst. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel, strategiemäßig. Wie gesagt, ähnelt sehr Civilizations. Es geht um Stadtgründung, es geht um Modernisierungsbau,
nur statt Kasernen halt Friedhöfe Hafen und so weiter. Also hier. wenn man die Untoten Sofort nimmt, wir haben ja Hafen. die Untoten genommen tatsächlich. Sorry. Mit denen haben wir angefangen. Ui, ui, Zwischendurch gab es tatsächlich Break. Also ich habe zwischendurch tatsächlich gesagt, so, wir fangen neu an. Kommt auch noch dazu. So, Und ist das diese kleine wir haben tatsächlich Hakenholzlein? schlussendlich die Elf und der Weltherrschaft Hurra. errungen. Man merkt, ich hole gerne die Weltherrschaft. Da sind noch zwei. Das heißt, wir haben alle Feinde besiegt. Jetzt hat sie geschlossen. Nacheinander. Und rein mit euch. Und was ehrlich gesagt auch Jawohl, gar nicht nächste mal Stadt so erobert. Oh schwer Gott, war. das Also ist ich ja glaube, die richtig ersten beschissen zwei, da hatten wir gerade. so ein bisschen Probleme gehabt, aber dann später ging es Das dann heißt, ihr habt nur tatsächlich einen auch. Punkt zum Bauen. Die einzigen Gegner, die mich Wow. wirklich sehr geärgert haben, das waren Das die ist ja richtig. Elemente. Ja, ich glaube, Ich das kann sind ja auch mit nicht die entwaffnet, stärksten sag Wesen im mal. Spiel. Ist ja Ja, totaler was soll man Blödsinn dazu sagen? eigentlich. Großartig. Es gibt übrigens auch noch zwei andere Ich Fraktionen, die wir dachte dann immer auch noch, die tatsächlich im Fresse Laufe liegt der auf Zeit der hatten, nämlich die Balmatral Bestien und sein. die Menschen. Und Weil die ich bin ja Elfen habe fast ich, schon die sicher, dass Elfen seine habe ich vergessen. Hauptstadt Oh, die Falkirk wird. Elfen. Oh, die habe ich Ich hätte vergessen. das Mann, damals Mann, Mann, Mann. gehasst, dass in Das einem Spiel ist Jahr. auch mittlerweile schon fast 10 Jahre alt, also 9 Jahre wird es jetzt alt. Angreifer Ging Arthos. übrigens, also wir hatten 53 Parts, 32 Schaden. Warlock Master of the Boah, Arcane, und das es ging hetzt nicht vom mehr durch. 1. September Die hat schon bis zu zum viel abgekriegt. 22. Oktober. Also 1.9. bis 22.10. 43 Punkte hat sie Ziemlich noch. lange, doch, tatsächlich kann man so sagen. Und ja, so viel habe ich eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Oh, doch, Jo, eine Sache das habe ich noch war's. anzumerken. Es gibt tatsächlich davon einen Nachfolger. Der Großmagier ist Ja. da. Mal gucken, ob ich den auch noch tatsächlich Damit haben wir machen den werde. Ich nächsten denke aber Großmagier mal. Schauen wir mal. erfolgreich Wir fahren jetzt fort ausgeschaltet. mit dem nächsten Projekt. Das dürfte dem einen Sehr oder anderen schön. mit Der Sicherheit nächste auch Magier bekannt bricht jetzt ein vorkommen, denn es Fenster. auch das ist ein Add-on von einem anderen Sehr Spiel, das wir gut. bereits hatten. Ja, wie schon erwähnt, das Grundspiel hatten wir tatsächlich schon mit einem anderen Add-on. Es geht Maulwurf. nämlich um Ich weiß nicht, ob The ich Elder dahin will. Scrolls 4 Shivering So. Isles, die zitternden Inseln, wie es im Deutschen heißt, aber ich finde den englischen Titel irgendwie besser. Ach komm, was Ja, soll's. eigentlich kann ich da gar nicht so viel sagen, außer dass es darum geht, um den Bisschen Daedra-Fürsten Training schadet Sheogorath, unserer den kleinen nicht. Prinzen des Wahnsinns. Ja, dementsprechend wahnsinnig Sagen wir es mal und so. irre ist auch einfach die Landschaft, in der wir unterwegs waren und die Leute, die auch Was da du jetzt leben. von einem Ort des Lebens quasi Und erwartet hättest. ja, man kann zu der Story nicht allzu viel sagen, ohne zu spoilern. Auf jeden Fall kann ich so viel sagen, mir hat das DLC sage ich schon, das Add-on, hat mir riesen Spaß gemacht tatsächlich. Und es öffnet uns auch eine andere Variation der Oblivion-Tore, denn Jo, es gibt da auch das ein Oblivion-Tor, aber das ist ein etwas anderes muss ich Oblivion-Tor vorher als die nochmal, Tore, das die wir aus ist dem ja wie Grundspiel mein kennen Bruder tatsächlich. hier. Das auch dauerhaft offen ist. Sollte man auch noch Das sieht dazu so sagen. aus. Ich finde, das ist Jetzt sehr nicht gut mehr. gelöst. Wir treffen übrigens dort auch ein paar alte Wie Bekannte heißen wieder, die sie? wir bereits aus Morrowind kennen. Gegner. Eine Ertränkte? davon, die eine Gegnerin von uns Gibt's war, ja auch noch ist da Ferris keine Stilhast. Gegnerin mehr. Dort Tatsache nicht. sogar Verbündete. Wenn ich das Oh, da jetzt kriege ich richtig. mal den Ja, Gegner. Oh, Verbündete Schuss ist. diesmal. Die man sogar beschwören kann später im Laufe der Zeit. Wirklich, also Aber auch sehr nur dreier spannend wieder. umgesetzt, muss ich wirklich sagen. Hat wirklich viel Spaß Oh, gemacht. keine Das Ganze Nahkampfwaffe? ging 24 Okay. Parts. 24 Projekte wollte ich schon sagen. Nein, 24 Parts. Und danke für die Nachricht. Und Irgendwie habe ich das vom Gefühl, mein Dad wird kaum dich 25.10. nicht bis näher zum ran. 17.11. Ich lief weiß zwar das nicht warum, Add-on. aber Und naja. wir haben damit Wer ist die da? Elder Scrolls Kommen wir 4 denn hier Geschichte an? abgeschlossen mit insgesamt 236 Parts, wenn ich Was das hat richtig der sehe. Mann Also unterm gewollt? Strich weniger als Morrowind mit seinen 250. Wie verkommt mir Ja, denn und ich heute würde der dann Ding? sagen, wir Das fahren hier? dann jetzt fort mit dem vorletzten Ah, Projekt des Jahres alles klar. Jetzt wissen wir 2020. auch, wo Wahnsinnserz herkommt. Erneut schreiten wir voran in das Command & Conquer Universum, dieses Mal aber nicht Tiberium. Nein. Das war jetzt Folglich ein nach Scheißeinstieg. Tiberium 3 hätte ich jetzt gesagt, Der nach dem dritten Fischer. Tiberium-Teil folgt der dritte Der Alarmstufe Jawohl. Rot-Teil, nämlich Command & Conquer Sind wir Alarmstufe schon Rot wieder 3, hier? wie ihr sicher euch ahnen konnt, euch Wie denken wollen konntet. die Choppers? Was rede ich für ein Stuss schon wieder? Cool. Ja, ähnliches Konzept wie bei seinen Vorgängern Hooray. eigentlich. Und ich möchte zu diesem Spiel nur ein Zitat reinbringen, was ich mal irgendwie gelesen Hooray. hatte, nicht in irgendeinem Forum. Was ist das Hooray? Hübsche Mädels, dumme Politik. Hätte ich nicht gedacht, aber Und hey. es trifft auch bei zwei Fraktionen tatsächlich zu von drei. Das ist kein Ja, Spiel. auch hier gibt es tatsächlich drei Fraktionen. Es gibt wieder die Sowjets, es gibt die Alliierten und neu, es gibt die Japaner. Feuer Jawohl, die Hooray. Japaner sind dabei.
Und nachdem mal wieder, ne, ich merke schon, in dieser Reihe gibt es Wiederholungstäter, wurde zum dritten Mal nun schon mit der Zeit gespielt. Nachdem im ersten Teil Adolf Hitler aus dem Weg geräumt wurde, im zweiten Teil wurde ja Juri aus dem Weg geräumt, bei Juris Rache mit Hilfe der Zeitmaschine. Und jetzt im dritten Teil wurde Einstein aus dem Weg geräumt. Ja, schönes Ding. Supi. So schließt sich der Kreis. Ja, worum geht's? Wie gesagt, die drei Fraktionen bekriegen sich untereinander kräftig. Und es gibt alte Bekannte, was Einheiten angeht. Es gibt aber auch neue Einheiten. Jede Einheit hat jetzt eine Spezialfähigkeit, was neu ist und was auch noch dazu kommt. Die Sammler, die fahren nicht mehr wild durch die Gegend rum, sondern sie haben direkt einen Sammelplatz, was nicht jeder Command & Conquer-Fan gut findet, genauso wie die Grafik, weil, wie manche so gerne sagen, es erinnert mehr so an einen Comic, in Anführungszeichen. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass bei Alarmstufe Rot 3 tatsächlich die Funktion des Co-Commanders eingeführt wurde. Ja, es gibt also manche spezielle Objekte, vor allen Dingen Subjekte, Giles, sag ich nur. Ja, wo ich mir denke, so, ja, okay, lassen wir es einfach so stehen, okay? Lassen wir es einfach so stehen. Insgesamt ging das Projekt, jetzt muss ich kurz überlegen, 37 Parts. Also noch kürzer als Tiberium Wars. Tatsächlich. Und ich glaube, jede Fraktion hatte 9 Missionen insgesamt. Insgesamt, wenn man alle drei zusammenrechnet, ging das Projekt vom, jetzt muss ich kurz aufpassen, nicht, dass ich was Falsches erzähle, 23. Oktober bis zum 27. November. Also knapp über einen Monat. Auf jeden Fall. Spannendes Spiel, hat viel Spaß gemacht. Auf Mittel an manchen Missionen bin ich regelrecht verzweifelt. Ich bin auch richtig ausgerastet zwischenzeitlich. Also, Halleluja. Also, es ging wirklich ab teilweise auf Mittel. Also, ich habe das bei einem Kollegen gesehen, der spielt die Fraktion auf leicht. Und man glaubt gar nicht, was da für ein Riesenunterschied tatsächlich besteht. Also, dass da ein Unterschied da ist, klar. Aber dass das so riesig ist, Heidewitzka. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir kommen dann jetzt zum letzten Projekt des Jahresrückblickes 2020. Und danach kommt dann noch einmal zum Schluss der Cam Lars. Wir sehen uns dann gleich im letzten Abschnitt. Ja, Freunde, und den letzten Block gaming-technisch dieses Jahresrückblicks schließt Deponia. Chaos auf Deponia, um genau zu sein. Jawohl. Ein weiteres Point-and-Click-Spiel aus dem Hause Dedelic. Auch blind. Wieder einmal musste ich gucken zwischenzeitig. Und wieder einmal hat unser werter Rufus im wahrsten Sinne des Wortes missgebaut. Und zwar im großen Stil. Alleine der Anfang schon. Heidewitzka, Freunde. Heidewitzka. Also der Humor. Wenn es eine Steigerung gibt, dann bei Deponia. Also bei Deponia habe ich schon gedacht im ersten Teil, Alter, was ist das für ein geiler Humor? Und bei Chaos auf Deponia haben sie tatsächlich noch eine Schippe obendrauf gelegt. Erfolgreich obendrauf gelegt. Also es hat wirklich Spaß gemacht, auch wenn es manche, gerade so gegen Ende gab, so manche Stellen, wo ich ein bisschen doof unterwegs war, gebe ich zu. Tatsächlich, wo ich auch tatsächlich geguckt habe, in Komplettlösung, wie es jetzt genau weiterging, weil ich wusste einfach nicht, wie es weiterging und ehrlich gesagt, ich wollte auch einfach mit dem Spiel fertig werden. Und wenn ich mir jetzt so die Daten angucke, dann verstehe ich das irgendwo auch. Aber gut, es ist insgesamt ein sehr schönes Spiel. Ich bin auch schon gespannt, wie der dritte Teil sein wird von Deponia. Es ist ja ein Vierteiler, also die Serie. Und der Klassiker aus dem Jahre 2012 ist 38 Parts lang. Und ging vom 28. November 2020 bis zum 4.1.2021 und wird damit wahrscheinlich auch im nächsten Jahresrückblick dann nochmal auftauchen. Höchstwahrscheinlich. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie es dann weitergehen wird mit Rufus. Ja, Freunde, das war's von mir, den Gaming Lars. Ich werde jetzt abgeben, wollte ich schon sagen, an den Kemlers. Der wird euch nochmal voll schwurbeln mit seiner Abschiedsrede, hätte ich jetzt gesagt. Und dann sehen wir uns dann
Spätestens nächstes Jahr wieder zum nächsten Jahresrückblick, denke ich mal. Mal gucken. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Ja. Nicht so wie sonst immer. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr bei meinen Projekten 2021 auch weiterhin gewogen bleibt. Und gesund bleibt, vor allen Ja, Freunde, da bin ich wieder ein letztes Mal. Vielen Dank an den Offscreen Lars, dass er die 18 Spiele insgesamt präsentiert hat, die wir angefangen und beendet haben in diesem Jahr. Und ja, mir bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer ich danke euch allen da draußen, dass ihr mir 2020 so die Treue gehalten habt. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir gemeinsam 2021 weiter voranschreiten werden. Mit weiterhin vielen tollen Projekten, spannende Spiele. Und ich hoffe, dass ihr euch weiterhin so toll von den Spielen und auch von mir nebenbei unterhalten fühlt. Würde ich mich sehr freuen. Und wie gesagt, es ist keine Ankündigung, aber ich denke mal, ich werde nach Colonizations, was ja jetzt aktuell läuft, die Classic-Version, denke ich mal, werde ich die Produktion wieder so ein bisschen hochschrauben. Weil jetzt so langsam gewöhne ich mich auch an den neuen Rhythmus. Ne? Es hat so eine gewisse Weile gedauert, aber jetzt so langsam gewöhne ich mich dran. Und ja, wie gesagt, 2020 war insgesamt ja im Rahmen der globalen Krise alles andere als ein tolles Jahr, weil es hat ja uns alle wirklich ordentlich eingeschränkt, ja, nicht nur beruflich, auch privat vor allen Dingen kräftig eingeschränkt. Ne? Ich glaube, da können viele andere Leute mehr drüber erzählen als ich, weil mich hat es jetzt nicht so wahnsinnig eingeschränkt. Ich weiß, was ist das denn für ein Leben? Ja, das ist halt so. Wie gesagt, ich danke euch allen, dass ihr dabei wart. Ich danke euch, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt, dass ihr mit mir nochmal ein Resümee gezogen habt zum Jahresrückblick, oder zum Jahresrückblick, zum Jahr 2020. Ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Es ist freiwillig, keiner muss es. Nur wenn ihr es wollt. Wie euer Jahr 2020 war, was lief besser, was lief schlechter, könnt ihr gerne schreiben, wenn ihr wollt. Ihr müsst es nicht, könnt ihr gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wie gesagt, bei den nächsten Let's Plays auf meinem Kanal. Ich werde weiterhin hoffentlich viele, viele Projekte rausballern, weil ich habe nach wie vor Bock. Ne? Ich denke auch mal, ich werde wieder den einen oder anderen Publisher anschreiben müssen, weil ich habe so viele Projekte noch auf der Liste und es kommen immer mehr dazu. Also es nimmt einfach kein Ende. Oh weia. Da mit dem Stream muss ich tatsächlich nochmal gucken. Vielleicht lasse ich mir da irgendwie nochmal was einfallen. Vielleicht finden wir da irgendwie einen Mittelweg, der ganz gut passt. Da muss ich nochmal gucken. Aber wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt erstmal mit euch zusammen auf die Let's Plays. Ne, das ist so mein Schwerpunkt quasi. Und ja, wie gesagt, Freunde, ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Ganz, ganz, ganz wichtig in Zeiten der Pandemie. Wascht euch immer regelmäßig die Hände. Das ist ja alles ganz wichtig. Das muss man ja immer mal wieder sagen. Passt auf euch auf da draußen und wir sehen uns dann wieder. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen. Auch im Jahr 2021. Ciao, ciao.